Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast für kreative Transformation, dem Podcast für feine Menschen, die ein wahrhaftiges Leben in Verbundenheit und Bewusstheit kreieren wollen. Ich bin Verena König und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst zu lauschen. Heute begrüße ich dich zu einer weiteren Folge mit der wunderfeinen Kati Kleff. Wir widmen uns euren Fragen. Ich hoffe, dass für dich heute viel Wertvolles und Gewinnbringendes dabei ist. Wenn du selbst eine Frage einreichen möchtest, kannst du das gerne einfach per E-Mail tun. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir wohltuende Inspiration und unterstützende Erkenntnisse beim Lauschen. Ich freue mich so, liebe Kati, dass wir heute wieder zusammenkommen, um einen Fragenfreitag zu gestalten. Wir haben wieder wunderbare Fragen bekommen und sie sind in deinen treuen Händen. Oh ja. Und ich freue mich auf unseren Austausch. Los geht's. Tolle Fragen. Also auch von mir an dieser Stelle vielen Dank auch für eure Offenheit. Das muss man ja auch mal sagen an dieser Stelle und für euer Vertrauen. Kommt ja ganz schön auch aus tiefen Seelenteilen da ans Tageslicht, das ihr hier teilt mit uns. Mhm. Also vielen Dank dafür. Die Karin, die hat geschrieben, die hat viel Psychoedukation, wie du so schön sagst, schon gelernt, hat also Trauma im Hintergrund. Sie teilt jetzt keine Inhalte, aber ich glaube, das ist für die Geschichte auch gar nicht so notwendig und arbeitet sehr viel mit ihrem Körper, ist in einer Somatic Experience Traumatherapie, also nach dem Prinzip von Peter Levine, den du ja auch schon sehr oft hier lobend erwähnt hast, der auch ganz viele tolle Bücher geschrieben hat. Und sie steckt aber trotzdem so ein bisschen momentan in einer Sackgasse, weil sie zum einen das Gefühl hat, dass sie irgendwie nicht so richtig vorankommt und sie hat das Gefühl, und das würde ich gerne vorlesen, die Passage: Wie entlade ich Spannung aus meinem Körper, um ihm Erleichterung zu verschaffen, auf sanfte Art und Weise? Ich bin fast täglich in der Natur, doch bringt auch das nicht die ersehnte Erleichterung. Bis jetzt hat auch mein Nervensystem noch nicht von sich aus gezittert. Dies ist die einzige Entladungsvariante, die ich kenne. Und TRE empfiehlst du ja nicht unbedingt. Und so habe ich das Gefühl, schreibt sie, dass durch die viele Psychoedukation das innere Arbeiten immer mehr in mich kommt und auch in mir bewegt wird. Doch nichts geht raus. Und also sprich, es ist gefangen in ihrem Körper. Und so habe ich gefühlt noch weniger Kapazität. Das fühlt sich an wie ein Teufelskreis. Ja, oh ja. Also Karin, das ist eine wichtige und eine ganz, ganz gute Frage, die du da stellst, wie man den Körper unterstützen kann, die gehaltene Spannung zu entladen oder zu entlassen. Und da vielleicht erstmal für die anderen Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben wie du, liebe Karin, und das ist sehr schön, dass du so viel Erfahrung hast oder so viel für dich tust. Es ist ein Phänomen, dass wir, wenn wir traumatische Erfahrungen machen, ja sehr viel Energie im Körper aufbringen. Also wenn wir einer Erfahrung unterliegen oder vielleicht auch mehreren in der Kindheit beispielsweise oder in einer Atmosphäre aufwachsen, in der wir sehr unter Druck oder Stress sind, dann muss unser Körper ständig im Grunde Überlebensenergie mobilisieren. Und das Schwierige bei Trauma ist oder das, wodurch sich Trauma ausdrückt, ist, dass diese Energie nach wie vor im Körper gehalten ist und wir keine Möglichkeit von alleine häufig finden, diese Energie wieder loszuwerden. Weil sie wie konserviert ist. Sie ist wie eingefroren im Körper, gehalten im Körper. Sie ist in unserem Zellgedächtnis gespeichert, in unserem impliziten Gedächtnis, im Körpergedächtnis. Und deswegen zum einen leicht abrufbar. Also die Spannung, der hohe Spannungszustand ist häufig spürbar und bei manchen Menschen eben auch die ganze Zeit latent. Und das ist auch das, was Karin beschreibt, dass die Spannung die ganze Zeit hoch ist und deswegen es sehr schwer ist zu entspannen, überhaupt mal in die Entspannung zu kommen und dann eben ja die Suche danach begonnen hat, wie kann ich meinen Körper von dieser Spannung entlasten. Genau, das vielleicht erstmal so als kleine Zusammenfassung. Und etwas, was Karin macht, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sich dem Körper zuzuwenden. Also körperorientierte therapeutische Methoden zu wählen und auch zum Beispiel sich
in die Natur zu bewegen, also all das zu tun, was dem Körper hilft, sich zu regulieren, was unserem Körper Angebot ist, sich in eine parasympathischere Lage zu bringen, also mehr den Parasympathikus anzusprechen, sodass einfach Entspannung näher rückt. Und trotzdem reicht es manchmal nicht. Und das ist im Grunde das Phänomen, was die Karin feststellt. Trotz der Therapie und trotz dessen, dass sie sich viel um sich kümmert, kriegt der Körper diese Spannung nicht los. Es gibt da so ein bisschen, glaube ich, die Tendenz, etwas zu verwechseln. Und zwar, dass wir beispielsweise mit Selbstregulation oder mit Psychoedukation, und das sind zwei ganz verschiedene Dinge, Selbstregulation und Psychoedukation, dass wir mit diesen beiden Dingen es schaffen können, sozusagen das, was da ist, wegzutun. Ich sage es mal ganz, ganz platt. Also Selbstregulation wird manchmal damit verwechselt, Gefühle zu unterdrücken. Das meint Selbstregulation aber nicht. Und Psychoedukation wird manchmal so verstanden, oder manche Leute glauben, wenn sie die Dinge verstanden haben, dann lösen die sich automatisch. Und das ist beides leider nicht ganz wahr. Ja, also die Psychoedukation dient uns, Dinge zu verstehen. Und die Selbstregulation ist das, was wir lernen müssen, wenn wir es nicht als Kinder lernen konnten, nämlich Einfluss zu nehmen auf unseren eigenen Körper, auf unser Nervensystem und damit auch auf unsere Stimmung. Und mit Selbstregulation kriegen wir Spannungszustände nicht weg, sondern wir lernen, mit ihnen umzugehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbstregulation ist ein Schlüssel zum Heilen, aber wenn wir Selbstregulation nur verstehen als die Fähigkeit, unsere Zustände zu managen, dann werden wir einfach ganz viel zu tun haben, die ganze Zeit. Und Traumatherapie besteht auch darin, dass man lernt, wie man Spannungszustände ableiten kann. Ja? Also das ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Differenzierung. Selbstregulation bedeutet nicht, sich selbst beherrschen zu können oder Umstände zu managen, sondern Selbstregulation bedeutet, mit großen Spannungszuständen umgehen zu können. Und wenn wir dann noch lernen, wie wir Spannung ableiten können, dann brauchen wir uns immer weniger anzustrengen, Selbstregulation zu machen. So, jetzt habe ich nochmal zusammengefasst, was die Karin eigentlich schon geschrieben hatte. Habe ich kurz noch eine Nachfrage zu, mit großen Spannungen umzugehen, aber auch, also auch mit großen Emotionen umzugehen und nicht von ihnen überwältigt zu werden. Richtig, ja, auch da neigen wir dazu, das zu trennen. Wir neigen dazu, Emotionen und Körperempfindungen unterschiedlich zu betrachten oder uns vorzustellen, dass die ohne einander vorkommen könnten. Mhm. Aber eine starke Emotion ist auch immer mit einer starken inneren körperlichen Anspannung verkoppelt oder zumindest mit einer körperlichen Reaktion. Manchmal spüren wir das nicht gleichzeitig, aber es gehört zusammen. Mhm. Ja, und das ist eine wichtige Nachfrage, die du stellst, weil da nämlich auch wieder ein Schlüssel liegt. Ja. Also wenn wir über unseren Körper anfangen können, uns zu entlasten, dann entlasten wir damit automatisch auch unsere Emotionen, weil wir einfach Raum schaffen für Emotionen, Kapazität, so hat es auch die Karin genannt. Und wenn wir unsere Emotionen klar kriegen, dann entlasten wir dadurch unseren Körper, weil wir bewusst kriegen, was für Emotionen eigentlich in uns los sind. Ja. Wir vergessen schnell, dass wir aus diesen drei Teilen bestehen, Körper, Geist und Seele. Mhm. Und das, finde ich, beobachtet man auch viel in der sogenannten psychospirituellen Szene, dass eine Komponente immer so ein bisschen hinten runterfällt. Aber ich glaube, die Balance entsteht, wenn die drei zusammengehen. Absolut. Und Balance ist hier auch so ein Stichwort. Balance ist ja das, was verloren geht, wenn wir Traumafolgen tragen. Und wenn wir eines der drei wichtigen Elemente vernachlässigen, dann kommt es auch nicht zur Balance. Mhm. Ja. Und jetzt diese Frage, wie kann man Spannung abbauen? Die Frage haben sich schlaue Köpfe und große Forschergeister gestellt. Und erst durch die Körpertraumatherapie kam man überhaupt diesen Spannungszuständen auf die Spur. Also es ist eine unerlässliche
Wichtigkeit, also nicht zu unterschätzende Wichtigkeit, den Körper mit ins Boot zu holen, weil nur über den Körper Spannungszustände entlastet oder entladen werden können, das kriegen wir nicht kognitiv hin. Und für mich war das ein ganz großer und sehr wertvoller Lerneffekt, als ich in der Körpertraumaarbeit gelernt habe, wie man das mit Klienten macht. Und das grundlegende Prinzip, was darin schwingt, ist, dass man zum einen eine innere Haltung kreiert, in der man zutiefst begreift, dass selbst die größten Spannungszustände, die man fühlen kann, nichts anderes sind als Überlebensenergie. Das, was unser Körper spürt, ist keine Fremdenergie, es ist keine Energie von einem Täter, es ist keine Energie von irgendjemand anderem, sondern es ist das pure Leben, was in uns sich aufbäumt, um die Bedrohung abzuwehren. Deswegen fühlt es sich auch so gewaltig an. Ja, deswegen fühlt es sich so gewaltig an. Und wenn man sich das aber bewusst macht, muss man davor im Grunde keine Angst mehr haben. Das ist jetzt eine kognitive Ebene, aber die führt zu einer inneren Haltung. Wir müssen vor dem, was in uns ist, vor diesen Spannungszuständen keine Angst haben. Wir haben Angst vor dem, was die mit uns machen. Ja, und damit müssen wir umgehen. Aber die erste wichtige Haltung ist, das, was da an großer Energie innerlich spürbar ist, ist für uns und nicht gegen uns. Das macht schon mal so einen Rahmen sozusagen. Das setzt einen gewissen, ja, einen Grundsatz voraus. Ja, das ist wie ein Prinzip. Und das Zweite, was ich da gelernt habe in dieser körpertherapeutischen Traumaarbeit, ist, dass wir eine unverzichtbare Komponente brauchen. Und das ist einen Zeugen, eine Zeugin, die uns Orientierung und Halt im Hier und Jetzt gibt. Wenn wir wirklich Traumaenergie, geladene Überlebensenergie aus unserem Körper entlasten wollen, dann brauchen wir zumindest am Anfang. Und der Anfang darf lang dauern. Ja. Also wir brauchen optimalerweise, sollten wir sie uns gönnen, immer eine Begleitung an unserer Seite, weil ein Anker im Hier und Jetzt ist am stabilsten durch eine andere Person. Ein Raum ist zeitlos, also Ein Raum ist zeitlos, ein Moment, in dem ich keinen Kontakt zu jemand anderem habe, ist zeitlos. Die einzige Orientierung in Zeit und Raum, die ein erregtes Nervensystem wirklich annehmen kann, ist ein Mensch. Mhm. Das finde ich super wichtig, dass du das sagst. Und vielleicht auch mit der Anmerkung, das kann nicht der Partner sein. Oh ja. Und man hört natürlich auch sehr oft den Satz, ich mache das alleine. Mhm. Ich habe jetzt ein Buch gelesen oder ich habe jetzt einen Podcast gehört. Es wäre so schön, aber ja. Meistens liegt auch die Wunderwaffe oder die Lösung nicht in einem Podcast. Richtig. Also ganz besonders dann, wenn es um Trauma geht. Ja, wenn es um Trauma geht, ist es einfach eine falsche Idee, dass wir das alleine machen können oder dass wir es alleine machen müssen, weil ein Hauptschmerz im Trauma ist, dass wir hilflos und ohnmächtig sind. Und das ist ein Urausdruck von Alleine sein. Wir fühlen uns hilflos, weil niemand Hilfe gibt. Wir fühlen uns ohnmächtig, weil etwas größer ist als unsere innere Kapazität. Und deswegen ist es falsch zu glauben, man könnte Trauma alleine bewältigen. Man kann ganz viel für sich alleine tun. Man kann sich unglaublich gut stärken und man kann alles Mögliche drumherum, was wichtig ist und tragend ist, kreieren. Aber Traumabearbeitung ist was für ein Team, ja? Für mindestens eine Person, die darauf auch spezialisiert ist und oder darin geschult ist. Oder auch manche Gruppentherapien bieten sich auch an, aber alleine ist einfach, das ist so ein bisschen, als wollte man, indem man Öl ins Feuer gießt, löschen. Ja. Genau. Entschuldige. Nein, wunderbar. Ich wollte nur noch mal kurz zusammenfassen. Also wir brauchen eine innere Haltung und wir brauchen jemanden. Und dann können wir an die Arbeit gehen und dazu erkläre ich gleich gerne noch mehr. Aber zunächst gerne erstmal deine Zwischenfrage.
Ich hatte nur noch kurz eine Nachfrage zu der inneren Haltung, weil das auch unheimlich viele Menschen betrifft. Wäre dieses Prinzip auch anzuwenden auf eine Panikattacke? Also wenn man unter Panikattacken leidet, sich an diese innere Haltung zu erinnern, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, das, was eine Panikattacke so unheimlich schlimm macht, ist die Panik vor der Panikattacke. Mhm. Ja, also diese innere Haltung anzuerkennen, dass all das, was sich innerlich aufbäumt, Überlebenskraft ist und keine feindliche Kraft, ist ein ganz übergeordnetes Prinzip. Das gilt für alles, was wir an Symptomen haben, und selbst für destruktive Muster gilt es letzten Endes. Ja, selbst unsere destruktiven Muster, wie beispielsweise Suchtmuster oder andere Kompensationsstrategien, sind Versuche, uns zu helfen. Sie sind eigentlich nicht schädigend ausgerichtet. Sie haben schädigende Nebeneffekte, Nebenwirkungen sozusagen, aber sie sind alle Versuche, etwas zu balancieren, was wir nicht anders balancieren können. Ja, und die Grundannahme oder die Grundanerkennung, dass diese Überlebensenergie, die sich in Panikattacken äußert, in Schmerzattacken, in emotionalen oder körperlichen Flashbacks, dass das im Grunde unsere Überlebenskraft ist, das ist auf jeden Fall auf all das anwendbar und auf einer inneren Ebene schon manchmal ein bisschen wie ein Game Changer. Mhm. Ja. Jetzt fühlt sich die Karin, als wäre sie wie in einem Teufelskreis, obwohl sie so engagiert an ihrer eigenen Heilung interessiert ist. Ja, ja, der Teufelskreis, den sie beschreibt, den erleben viele Leute und das ist meistens phasenweise. Das tut vielleicht ganz gut, das zu hören. Also es ist meistens so, dass man durch die Informationen, die man bekommt, Erkenntniskaskaden erlebt. Also wenn ich etwas verstehe über Trauma, dann verstehe ich plötzlich noch mehr über mich und dann wird mir noch mehr klar und dann kommt noch was dazu. Und dann entwickelt das eine Dynamik, die manchmal dem Inneren, also das eigene Innere überholt sozusagen. Also das, was wir an Erkenntnissen schöpfen, ist manchmal schneller, als unser Inneres nachkommen kann. Und dann hat man das Gefühl, man kriegt immer mehr ins Bewusstsein, aber die Kapazität wird dadurch eher belastet, als dass sie dadurch vergrößert wird. Und deswegen gibt es da so einen prinzipiellen Satz, der lautet: The slower you go, the faster you grow. Wie schön, den habe ich auch noch nicht gehört, aber so wahr. Ja, genau. Also je langsamer du gehst, umso schneller wächst du oder transformierst du. Ja. Genau, genau. Und das ist etwas, wo wir auch als Traumatherapeuten oder traumasensible Coaches immer wieder uns darauf besinnen müssen, dass wir häufig unsere Klientinnen und Klienten ein bisschen bremsen müssen in ihren Dynamiken. Auch wenn die heilsam ausschauen, können sie auf einer anderen Ebene sehr fordernd sein und manchmal überfordern. Und das ist, glaube ich, auch der Teufelskreis, den Karin beschreibt, wo sie beschreibt, die Kapazität scheint weniger zu werden, weil sie immer mehr erkennt und immer mehr hinzukommt. Und dadurch werden dann auch die Spannungszustände bewusster. Also je mehr wir von uns selbst mitkriegen, desto mehr kriegen wir mit, was alles ja sozusagen aus dem Lot ist oder in einer schiefen Stabilität. Ja, dass so ein Mobile schief hängt sozusagen, aber dass man das halt schon ein Leben lang gewohnt ist. Mhm. Ja. Also es ist ja eigentlich, auch wenn das ein bisschen verquer klingt, aber eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, auch wenn es sich nicht schön anfühlt. Absolut. Ja, und es bleibt ja auch nicht so, zum Glück. Genau, es bleibt nicht so. Es sind Phasen, das sind Heilungszyklen, könnte man sagen. Und ja, das ist auch noch etwas, was in Karins Text so durchkommt, dass sie beschreibt, es geht schleppend voran in der Traumatherapie. Natürlich ist es da gut zu reflektieren, ob was fehlt in der Zusammenarbeit. Aber es ist auch angemessen zu reflektieren, wie interpretiert sie das, was geschieht. Also was betitelst du als schleppend, Karin, wenn du dich das fragst? Bedeutet das, dass du das Gefühl hast, es geht nicht schnell genug? Oder hast du das Gefühl, dass es nicht genug Austausch oder Input gibt? Denn es könnte auch sein, dass es eigentlich zügig vorangeht,
aber der Drang der Entlastung, der Drang zur Entlastung einfach so groß geworden ist, dass man sich sowas wünscht wie einen Befreiungsschlag oder ja, sowas, wie sie auch schreibt, ein entlastendes Entladen der Energie. Mhm. Ja. Und dann ist es vorbei. Das wäre so schön, oh, das wär wenn so es schön. Das gäbe. Ja. Das wäre wirklich ja. schön. Das gibt es ganz selten mal. Und bei Komplextrauma tatsächlich meiner Erfahrung nach und auch meinem Verständnis nach nicht. Und ja, vielleicht auch, um nochmal zu dieser Kernfrage von der Karin zurückzukommen, wie kann man das denn machen? Und es gibt ja auch Methoden, die da angeboten werden, sowas wie neurogenes Zittern und ja, beispielsweise das. Wir müssen uns da bewusst werden, dass wir, wie schon angedeutet, für eine wirkliche Entladung von Energie einen ganz sicheren Rahmen brauchen und einen geschulten Therapeuten, eine geschulte Therapeutin. Weil bei Entladung, und das ist ja auch ein Fachbegriff aus dem Somatic Experiencing von Peter Levine, bei Entladung spricht man davon, dass wirklich aus dem Körper und dem Nervensystem diese Überspannung rausgeleitet wird. Und das sind sehr intensive Erlebnismomente. Das kann mit Zittern vonstatten gehen, das kann aber auch mit starken, fast krampfartigen Muskelanspannungen vonstatten gehen. Es kann mit einer tiefen, furchtbaren Emotion einhergehen. Und deswegen muss man dabei aufpassen, dass man nicht in eine Überaktivierung gerät. Ja, und das ist das, was häufig passiert. Also man könnte vielleicht sogar interpretieren, dass manchmal eine Panikattacke der Versuch des Körpers ist, eine Überspannung abzuleiten. Aber unsere Interpretationen und unsere Assoziationen führen dazu, dass wir voll in die Übererregung reingeraten. Und wenn wir eine Panikattacke kommen fühlen würden und wir hätten keine Angst und wir würden uns in dem Moment orientieren und regulieren, dann wird viel Energie aufgebracht und sie flaut wieder ab. Und das könnte man dann bezeichnen als eine Art Abreaktion von körperlicher Energie. Also es ist, die große Gratwanderung ist, etwas loszulassen aus dem Körper, ohne in die Übererregung zu kommen und dabei dann nicht in so ein Kreiseln zu geraten. Also, wie soll ich das sagen? Das ist die Gefahr, die ich teilweise sehe, wenn man solche Dinge wie neurogenes Zittern, TRE, alleine praktiziert. Wenn man wirklich komplex traumatisiert ist und der Körper viel Spannung trägt, dann kann es sein, dass man schlichtweg was hochholt und es nicht wirklich zu einer Abreaktion kommt. Dass man und mit dem man dann alleine dasteht. Und mit dem man dann alleine dasteht. Ja. Wo man nicht abgeholt wird von jemandem. Ja, oder dass man nicht mal in die emotionale Schieflage bewusst gerät, aber man quasi immer wieder das Nervensystem aktiviert, ohne dass dabei wirklich diese Entladung geschieht. Also es ist schwer, das pauschal zu sagen. Für viele Leute funktioniert das ganz gut, aber je komplexer man traumatisiert ist, desto mehr sollte man in der Begleitung arbeiten und sowas keinesfalls alleine machen, weil das ist eh schon schwer genug. Ja. Also keine Experimente oder Selbsthypnosen oder irgendwelche Versuche mit halluzinogenen Drogen am eigenen Körper oder Hauruck-Methoden. Also davon wirklich die Finger lassen. Ich glaube, das kann man auch im Rahmen dieses Podcasts gar nicht oft genug sagen. Nie, das sagen wir nie zu oft, das sagen wir immer wieder. Und noch ein abschließendes Wort vielleicht zu Karin, weil es fehlt mir noch so ein kleiner Punkt, um das nicht, um nicht einfach so stehen zu lassen, wie du brauchst auf jeden Fall unbedingt Hilfe und jemand, der das genau weiß, wie das geht. Auch wenn wir viel, viel Spannung im Körper tragen, ist es absolut unterstützend, dass wir uns körperlich bewegen, dass wir Selbstregulation lernen, dass wir Selbstregulation üben, weil wir, sobald wir unser Nervensystem stärken und unsere Stresstoleranz damit auch erhöhen, desto weniger muss diese Spannung im Körper dauerhaft vorhanden sein. Es kann auch mal sein, dass sich ein Spannungszustand im Körper nach und nach selbst reguliert, weil einfach die Stressregulation besser funktioniert. Und es muss nicht unbedingt immer sein, dass wir nur über Abreaktionen und wirkliche konfrontative traumatherapeutische Aktionen zur Entladung kommen. Manchmal reguliert man sich im Laufe der Jahre durch sanfte Traumaarbeit auch so. Das wollte ich noch sagen.
Liebe Karin, vielen Dank auch für dein Vertrauen und für deine Frage. Und ich fand, das war jetzt auch ein ganz positives, schönes Feedback, weil wie gesagt, es ist ja oft ein gutes Zeichen, auch wenn es sich einfach scheiße anfühlt. Das muss man echt ganz klar sagen. Aber es ist nur eine Phase und nichts bleibt, wie es ist. Auch nicht im Heilungsprozess. So ist es. Wir haben in der vergangenen Ausgabe von unserer kleinen Fragen-Edition ja schon mal eine Situation mit einer toxischen Beziehung behandelt. Und es ist eine Mail gekommen von der Antje, die ein bisschen in die Richtung geht und trotzdem im Grunde genommen einen ganz anderen Punkt in einer Beziehung behandelt. Auch die Antje ist seit 26 Jahren mit einem Partner zusammen, der Alkoholiker ist und jetzt scheinbar, sie schreibt endlich, jetzt wo er endlich eine Therapie macht, habe ich das zwingende Gefühl, mich trennen zu müssen. Emotionale Abhängigkeit spielt eine Rolle bei beiden. Er trinkt. Die haben einen gemeinsamen Sohn, der ist 18 und der hofft, dass sie es schaffen. Und sie ist gerade, schreibt sie, aus einer Depression mit Panikattacken herausgeheilt. Und jetzt steht sie vor dieser Frage, Trennung ja oder nein? Und das finde ich tatsächlich hochinteressant. Ist es in Anführungsstrichen typischer Zeitpunkt, wenn ein Partner, also wenn es eine toxische Verstrickung gibt mit Suchtthema innerhalb einer langen Beziehung und der eine, sage ich jetzt mal ganz banal, nicht despektierlich, räumt sein Zeug auf und heilt aus sich heraus, dass er einen Blick auf den anderen bekommt und dann sagt, ich glaube, ich muss hier raus. Ja, das ist im Grunde eine natürliche Bewegung. Also gerade wenn Co-Abhängigkeiten eine Rolle spielen oder einfach auch Abhängigkeiten eine Rolle spielen, dann ist das das Einzige, was uns hilft, rauszukommen, dass wir unseren eigenen Raum aufräumen und ja, uns selbst wieder in den Mittelpunkt stellen, auch wenn das jetzt egoistisch klingt, aber in den Mittelpunkt unserer Verantwortlichkeit. Ja. Und dann kann es sein, wenn wir zu uns selbst kommen, dass wir den anderen auch sehen mit den Augen, die etwas nüchterner, aber auch etwas ganzheitlicher auf den anderen blicken und vor allem auch aufs Beziehungssystem. Das ist tatsächlich so, ja. Also wenn wir uns über uns selbst klarer werden, dann schauen wir auch unsere Beziehungen dann mit anderen Augen an. Und dann kann es sein, dass dann auch Impulse durchkommen, die vorher gar keine Chance hatten, überhaupt spürbar zu werden. Sowas wie der deutliche Impuls, ich muss gehen. Jetzt quält sich die Antje, schreibt sie richtig mit der Frage, Trennung ja oder nein? Das wirst du ihr wahrscheinlich nicht beantworten können, aber vielleicht kannst du ihr oder allen, die jetzt zuhören, die in einer ähnlichen Situation sind, zumindest ein bisschen Unterstützung geben in ihrer Entscheidungsfindung. Also ich finde, es wäre ganz eigenartig, wenn das nicht quälend wäre, weil es 26 Jahre sind und eine Familie, also ein gemeinsames Kind, eine 26-jährige gemeinsame Geschichte, die aus unzähligen vielen Momenten besteht, die teilweise wahrscheinlich grauenvoll waren und teilweise auch schön waren. Und es gibt einfach Bindung zwischen diesen Personen, zwischen Antje und ihrem Mann und auch über das Kind natürlich dann nochmal als Eltern, einen Familienbund. Und es ist sehr angemessen, dass solche Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen werden und dass sie auch in einem gewissen Maße quälen. Und immer wenn uns etwas quält, auch wenn das so unsere Wortwahl ist, es quält mich, dann ist das Ausdruck von starken Ambivalenzen. Also dann ist das Ausdruck davon, dass wir in einer Situation stecken, wo wir leiden und nicht lösen können. Das ist das, was Qual ausmacht. Wenn wir nur leiden, heißt es noch nicht, dass wir gequält sind. Aber wenn wir dem Leid ausgesetzt sind und es nicht gelöst kriegen, dann wird es zur Qual. So sage ich das jetzt mal. Ja. Und deswegen würde ich sagen, also wenn man in so einer Situation ist, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass Trennung immer ein Prozess ist. Keine Entscheidung. Trennung ist keine Entscheidung. Es
es hängt viel mit einer Entscheidung zusammen und wir trennen uns optimalerweise durch eine bewusste Entscheidung oder wir bleiben optimalerweise durch eine bewusste Entscheidung, aber dann ist sie ein Prozess. Und ja, das ist vielleicht ganz wichtig und auch, ich denke, was man da vielleicht auch ein bisschen rauslesen oder vielleicht ist es auch interpretieren kann, bei dem, was sie schreibt, ist, dass jetzt, wo er eine Therapie macht, sie das Gefühl hat, sie muss gehen. Und jetzt, wo sie sich aus was herausgeheilt hat, was übrigens wundervoll ist, also wo ich mich mal an der Stelle mit ihr freuen möchte, oder wir können uns ja mal zusammen mit ihr freuen. Ja, aber echt, von ganzem Herzen. Dass genau in solchen Momenten im Grunde das Höchstmaß an Freiheit entsteht. Wenn ich sehe, der andere ist am Thema dran und auch noch in guten Händen optimalerweise und ich selbst habe was geschafft, was mich mehr zu mir bringt oder kräftigt, dann ist das ein guter Moment, um sich mit Trennung zu beschäftigen. Nicht der Moment, in dem wir am meisten leiden, ist der beste Moment, das ist der nötigste Moment, aber der beste Moment ist der, wo es uns beiden so gut geht, dass wir was reflektieren können. Und dann wird auch sichtbar, ob es noch eine Chance gibt. Und dann kann man auch reflektieren, ob es eine Chance gibt, dass diese Beziehung zu einer guten Beziehung wird. Oder ob die Toxizität so groß ist, dass das einfach eine Illusion ist. Das muss man also rausfinden. Wenn wir stark genug sind und souverän und klar genug sind. Ja. Also wenn ich das aus persönlicher Erfahrung anmerken darf, liebe Antje, was ich mir in solchen Momenten immer wieder ins Gedächtnis rufe, ist einfach sich einzugestehen, ich kann gerade keine Entscheidung treffen, ich fühl's einfach nicht und deswegen treffe ich auch keine Entscheidung. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, was es für einen zusätzlichen Druck erzeugt, wenn man der Meinung ist, man müsse jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen oder man müsse hundertprozentig wissen, was zu tun ist. Auch da spielt die Zeit ja in der Regel für uns. Und wenn sie es gerade nicht entscheiden kann, dann kann sie es halt gerade nicht entscheiden. Punkt. Ja, richtig. Das ist schön einfach auf den Punkt gebracht, dass ja, wir uns erlauben dürfen, wir sollten uns einfach erlauben, dass wir manchmal nicht in der Lage sind zu entscheiden und dass das manchmal einfach total okay ist. Ja, genau. Ja. Und da ist auch wieder die Ehrlichkeit mit uns selbst gefragt, wenn wir uns jetzt erleben in 26 Jahren Unentschlossenheit, dann ist es wichtig, das anzugehen. Aber wenn es solche Akutsituationen sind, in denen sich vieles verändert und in denen viele Erkenntnisse erst noch frisch sind und neu sind, Da ist es auch ja, wirklich angemessen zu sagen, ich kann es gerade nicht wissen und ich kann es nicht entscheiden, weil man es auch erstmal sortieren muss. Und ja, damit eine Entscheidung rund sein kann, sollte sie auf der Verstandesebene und auf der Herzensebene zu einer Übereinkunft kommen. Mhm. Letzte Frage zum Anliegen von der Antje. Sie schreibt, sie hat einen Sohn, der ist 18 und der hofft, dass wir es schaffen, schreibt sie. Ja. Also daraus interpretiere ich, der Sohn würde sich wünschen, Mama und Papa kriegen es noch mal zusammen hin. Trotzdem die kritische Nachfrage, wie sehr sollte dieser Wunsch des Sohnes Einfluss nehmen auf den Prozess, in dem die Antje steckt? Das ist eine schöne Frage, Kathi. Ja. Da wird es einem ganz warm ums Herz und auch ein bisschen eng ums Herz, weil man hier wieder eine Familie sieht und weil da ein Kind ist, zwar schon ein junger Erwachsener, aber doch jemand, der sich wünscht, dass die Familie heil bleibt. Man darf sich an der Stelle bewusst machen, finde ich, dass unsere Kinder von uns lernen, was Beziehung ist. Und wenn Antje beschreibt, es ist eine toxische Verbindung, ich glaube, das hat sie ja als Wort auch gewählt in ihrem Text. Hat sie denn den Begriff drin? Ja, sie spricht von Abhängigkeit. Emotionale Abhängigkeit ja. Spielt bei beiden Elternteilen eine Rolle. Ja. Mhm. Also wenn, ja, das kann man ja als toxische sozusagen Beziehungsstruktur benennen. Mhm. Wenn Abhängigkeitsstrukturen eine große Rolle spielen und auch eine Suchterkrankung eines der Elternteile oder eines der Beziehungspartner, dann lernen die Kinder, dass man destruktive Muster in Beziehungen
irgendwie integrieren muss. Also Kinder lernen, wie man teilweise auch, wenn Abhängigkeit eine Rolle spielt, lernen Kinder, wie man sich zu Co-Abhängigen macht und wie man sich zum Komplizen schlechter Umstände macht. Das ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber das ist tatsächlich einfach ein Hard Fact bei Suchterkrankungen. Und das ist eine Botschaft, die die Kinder einfach mitnehmen aus solchen Konstellationen und mit denen sie dann in ihrem Leben selbst ja einen eigenen Weg finden müssen. Und das ist die Frage, die man sich stellen darf: Was lernt mein Kind, wenn ich zum Beispiel bleibe, obwohl es mir schlecht geht? Was lernt das Kind, wenn ich bleibe wegen ihm? Also was ist das für eine Botschaft? Ja. Bei kleineren Kindern ist das ist eine der schrecklichsten Botschaften, die Kinder kriegen können, wenn sie dann größer sind und die Eltern ihnen erzählen, ich bin nur deswegen da geblieben wegen euch. Das ist quasi die Aussage, ich bin deswegen im Leid geblieben, weil ihr da seid. Das ist quasi wie eine subtile Schuldübertragung. Auch wenn das ist auf allen Ebenen schmerzhaft. Ja, auf allen Ebenen schmerzhaft. Und noch dazu so ein wegen euch, ich wollte wegen der Kinder nicht gehen. Das ist so, das ist das Festhalten an Bildern, die strahlend sind, die aber in der Realität völlig verschattet sind. Ja, oder wo nur manchmal die Sonne raufscheint. Und ja, wie du sagst, ist auf allen Ebenen schmerzhaft. Aber wir müssen das einfach klar reflektieren und differenzieren. Absolut. Was geben wir für Botschaften an unsere Kinder? Und wenn die Antje ihrem Sohn mit ihm auseinandersetzen kann, als auch jetzt jungem Erwachsenen, dass sie wirklich viel erlebt und gelernt hat in der Beziehung, dass sie als Mensch auch gereift ist und dass sie in den 18 Jahren Familienleben ja auch ganz viel genossen hat, aber dass jetzt eine Lebensphase ist, wo sie einfach für sich ganz viel erkannt hat, dann glaube ich, kann ein erwachsener Sohn auch was ganz Wertvolles lernen, wenn man sich erlaubt, trotzdem zu gehen. Ja. Und da noch eins hinzugefügt, das, wovor Kinder in der Kindheit und auch in der Jugend und auch erwachsene Kinder, was sie einfach noch fürchten, ist der Verlust eines Elternteils. Kinder haben, wir haben automatisch das Bild in uns, dass die zusammengehören. Und wenn sie nicht zusammen sind, ist einer weg oder wir verlieren einen. Und das kann man natürlich gerade in so einem Alter ganz anders gestalten. Und die Beziehung zwischen den einzelnen Personen, also Vater-Sohn und Mutter-Sohn, die können trotzdem wunderbar tragen, auch wenn sich zwischen den Eltern alles verändern sollte. Liebe Antje, vielen, vielen Dank für deine Nachricht und deine Frage und natürlich auch für dich alles Gute. Und an dich, liebe Verena, sage ich auch wieder Danke. Es war schön, unsere zweite Folge. Ja, und sie verging wieder wie im Flug. Es ist ein bisschen länger geworden diesmal, aber reichhaltig ist sie. Und ich danke dir auch, Kathi, wieder für deine wunderbare Begleitung und deine tollen Nachfragen. Und ich danke euch Lauschenden fürs Lauschen und den Fragenden für die vertrauensvollen Fragen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du viel aus unserem Gespräch für dich mitnehmen konntest. Teile gerne das, was dich berührt hat, unter dem Video oder schreib es in die Kommentare, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wir freuen uns sehr über dein Feedback. Wenn du magst, teile das, was dich berührt hat, auch in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe der Transformationsinsel. Außerdem freue ich mich riesig, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst. Wenn du das, was du hier hörst, für hilfreich befindest, dann erzähl es weiter, damit es anderen Leuten auch Unterstützung sein kann. Wenn du magst, verbinde dich mit mir auf Instagram oder besuche auch mal Kathi auf ihrem Instagram-Profil. Du findest die Infos dazu auch in den Shownotes. Außerdem mag ich dich einladen, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Dort findest du zahlreiche kostenlose Geschenke für dein Wohlergehen und auch alle meine weiteren Angebote. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust und ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind. Alles Liebe für dich und bis bald. Tschüss.